Hey Internet, alles klar, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Medieval 2, Total War aus dem Jahr 2006, entwickelt von Creative Assembly in Horsham, England und herausgegeben von Sega in Tokyo, Japan. So, und wie ich den letzten Part noch angekündigt habe, bevor ich endlich weitergehe. Oh, wow, da war Prinz Charles dabei. Egal, bevor ich hier weitergehe, um endlich mal zum Winterelfenland einzukommen, möchte ich hier jetzt noch eben diese Rebellenarmee mal, die schon seit Urzeiten hier bei mir drin lagert, wegmachen. Und ich muss mal eben gucken. Vielleicht sollte ich doch nochmal einmal gleich meinen Agenten durchgucken. Egal. Der nächste Kampf hier. Kräfteverteilung sieht ganz schlecht aus. Sie hat fast doppelt so viele Männer wie ich. Ist auch nicht so gut. Ich hätte vielleicht den Kampf doch nicht wagen sollen. Aber wir machen es mal. Wir haben mehr Kavallerie, glaube ich, oder? Der hat nur einen Kavallerie. Jawohl, das sollte hinhauen. Los, den müssen wir auch selber schlagen, glaube ich. Dann. Unsere Feinde scheinen die Oberhand in dieser Schlacht zu gewinnen. Und das sind nur Rebellen. Wir werden sie schlagen. Sieht aber schön aus. Also hier kann man schön kämpfen und scherben, glaube ich. In so einer Gegend mit so einem romantischen Sonnenuntergang oder Aufgang. Und wird trotzdem schwer. Aber ich werde es schaffen. Ist schließlich nur die KI. Und ich kann sogar mit meinem General richtig reinbolzen, glaube ich. Sollte nicht so schlimm sein. Okay, los geht's. Gucken wir uns die mal an. Natürlich sind seine Fernkampfeinheiten vorne weg. Boah, das wird so übel werden für mich, fürchte ich. Oh, der kommt sogar näher, ne? Ja, definitiv. Alles klar, ich glaube, wir müssen da reinchargen. Ich hoffe, ich verliere den Kampf nicht. Das wäre schon peinlich. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt gerade. Okay, da muss ich ein bisschen die Pausefunktion nutzen, fürchte ich mal. Okay, und direkt wieder zurückziehen. Du hättest bitte durchreiten und angreifen sollen, du Trottel. Ja, jetzt nicht mehr. Haben wir viele verloren? Ich glaube nicht. Okay, erlauben wir uns mal die Stadt jetzt mal platt zu reiten. Und wieder raus hier. Damit sollten wir die Kräfteverhältnisse schon ziemlich ändern können gleich. Jawohl, und wir haben, glaube ich, seine Dingens weggemacht. Und ihr macht bitte Blänkeln an und Autofeuer, das ist okay. Sollte was geben. Und die ist fast im Arsch, die Stadt mit. No, noch nicht ganz. Nicht wirklich. Und könnt ihr den jetzt schon treffen eigentlich, Nummer 2? Wohin wollt ihr eigentlich? Ich habe euch bis da geschickt. Machen wir erstmal nur bis da. Und ihr geht mal bis da. Aber schnell bitte.
weg, bitte, Leute. Egal, sonst könnt ihr das auch erledigen, da vorne. Ich glaube, ihr müsst wegrennen. Und ihr bitte auch. Wo ist denn das Horn? Da ist das Horn am Ende, alles klar. Schieß bitte mal auf den da. Und ihr bitte auch auf den. Ich werde den Kampf auf jeden Fall schaffen. Da bin ich mir sicher inzwischen. Aber wird ein bisschen knappig und heftig. Und wo ist mein Meister? Hier. Okay. Immer schön rein da. Also schön weit rennen, wie es nur geht. Oh, ihr müsst hier abhauen. Ja, hat gerade noch geklappt. Huh. Gut, die gegnerischen... Die fliehen auch schon, oder? Jawohl, fliehen. Ihr bleibt lieber auf abhauen. Und ihr solltet auch so weit wie möglich abhauen. Vielleicht könnt ihr noch mal ein paar Schüsse auf die ballern. Etwas unübersichtlich dieser Kampf, aber geht schon. Die sind, glaube ich, runter. Kann man vergessen. Das sind gepanzerte Sergeants. Lieber nicht angreifen. Habt ihr den jetzt mal langsam? Meine Güte, das ist wieder mal nur ein einziger, den man micromanagen wegmachen muss. Nein. Ach komm, so wichtig ist der eine auch nicht. Ich muss jetzt mal sowas wie ein, Einkesseln des Gegners hinbekommen. Nun lieber nicht mit dem, dann soll er noch weiter reiten. Und abhauen. Und ihr müsst, glaube ich, mal lieber nach hier abhauen. Okay, wir schnappen uns jetzt mal die hier. Und mit dem auch noch. Und ihr müsst irgendwie abhauen, Leute, weil sonst kommt die gegnerische Kavallerie und ballert euch in den Arsch. Schießt doch. Oh ja, Flinten, das ist gut. Gut, wie sieht's denn hier aus? Da ist die Feudalritter-Gegner. Ihr müsst Platz gewinnen. Und wir machen gerade einen Dreierangriff auf den. Da flieht auch schon der erste. Und ihr müsst Land gewinnen. Jawohl, alle fliehen. Er hat getroffen. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ihr schießt auf die.
Ihr bleibt mal hier. Ihr geht auch ein bisschen zurück, lieber. Ihr schnappt euch die noch. Oh ja, da geht es denen an den Kragen, glaube ich. Vielleicht können wir die auch abfangen. Das sind dann die besseren. Vielleicht könnt ihr auch nach dahin abhauen. Ich glaube, wir schaffen es, unsere Bogenschützen hier noch einigermaßen rauszuhalten und zu beschützen. Jawohl, das sollte so fern geklappt haben. Und jetzt muss ich hinten noch einmal kontrollieren. Bogenschützen jetzt bald auf die. Ihr müsst dann bald mal ablassen von denen. Oh, das wird übel für die hier. Scheint sich das Blatt für uns zu wenden. Machen wir mal bei den Schildrand raus. Ihr dürft hier auf gar keinen Fall davonkommen lassen, bitte. Aber ich glaube, das reicht auch schon. Mein General ist noch stark genug dafür, oder? Wir lassen die andere Einheit da. Okay, da muss mein General jetzt kommen. Sehr gut. Das war's. Und lässt seine Männer im Stich. Oh, ist da noch eine Einheit etwa? Die fliehen schon mal. Guck mal, ob ihr noch ein paar Feudalritter abkriegt. Jawohl, das soll es gewesen sein. Bonjour Saint-Denis. Unser Feind ist wohl besiegt. Haben sie gerade Frau gehalten. Gut, weiter geht's. Dann kann ich jetzt, vielleicht gucke ich noch einmal ganz schnell. Ich glaube aber, ich habe das alles gemacht, nehme ich an. Doch, ich mache jetzt mal, ich gucke jetzt mal nicht nach. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Agenten von mir nochmal in der Reihe nach durchgehen soll. Wow, was wurzeln denn hier die ganzen neue Merkmale für Wally Poitevin. Bewährter Kommandant, plus 3 Kommando. Okay, was haben wir denn hier? Lass mal gucken. Also, plus 3 Kommando, der hat jetzt schon 2, 6, 7. Notorischer Berserker. Hat der. Plus 1 Kommando und plus 1 Kampfgeist für alle Truppen auf dem Schlachtfeld. Da ist er. Der wird noch einen Schildträger und einen Veteran bekommen haben, nehme ich an. Jawohl. Minus 1 Kampfgeist für alle Truppen auf dem Schlachtfeld und plus 2 Trefferpunkte für einen General. Gleicht sich ja dann wieder aus. Und plus 1 Kommando beim Fehling von Infanterie. Alles klar. Folgte Eigenschaften hat er alles gesammelt. Jetzt kann er weiterziehen. Und das waren ja eh nur Einheiten, die praktisch zur Verstärkung gedacht waren. Ja, und das soll er mal in die Wege bringen hier. Und in Marseille konnte ich noch nicht wieder einen neuen Kaufmann rekrutieren, oder? Ich bin noch am Agentenlimit, alles klar. Wird hier irgendwas fortgebildet? Nichts, was fortgebildet werden sollte jetzt gerade. Dann, Wally Poitevin, los geht's. Ah, der kann nicht mehr sich bewegen, super. Ich glaube, wir haben sogar eine Panzerritter-Einheit verloren, leider. Die sind wohl zusammengefasst, nehme ich an. Gut. Ich hätte ja eigentlich hier einen Händler. Kann er denn nichts erreichen?
Ich bin bereit. Also der Handel ist schön, das ist gut. Man bekommt ein bisschen Geld rein, aber ich würde gerne lieber auf Jagd gehen. Andere Händler übernehmen. Gut, dann soll ich mir mal erlauben, hier mal eben Speicherpunkt zu setzen? Weil, nee, ich mag keinen Speichern. Ich werde die Mission einfach beenden. Es gab, glaube ich, auch nirgendwo mehr eine Schlacht, die hätte geschlagen werden müssen. Das waren die drei. Hat ein bisschen lange gedauert, das Ganze. Wieder mal zwei Parts fast weg. Aber jetzt gehen wir weiter in den Winter im Jahre 1101. Und ich bin gespannt, in welchem Halbjahr denn eigentlich mein Sohn Guyot geboren wurde. Wenn der jetzt im Winter 1101 15 wird, dann wird er im Winter 1102 praktisch 16 und damit volljährig. Und das hier macht mir echt Sorgen, Alter. Ich schwör's euch. Was diese riesige deutsche Armee da ist, soll ich nochmal eben ein bisschen bestechen machen? Ich mache aber noch Tribut, ne? Ja, Tribute, 1000 Euro pro Runde. Also 1000 Euro. Tausende Goldstücke, was auch immer. Da ist nicht mehr viel mit Tribute weiter. Schade, dass Brügge vermutlich fallen wird, wenn die englische Armee gut genug ist. Wenn nicht, ist sie reif für mich. Okay, los, komm, weiter geht's. Wir wagen es. Auf geht's. Internet, weiter zum Winter im Jahre 1101. Oh, hab ich ihn vergessen. Die Engländer, mal gucken, ob die Brücke erobern. Ich hoffe nicht. Nein, sie haben es nicht geschafft. Die sind so genial stark, diese beiden Ländereien. Oh, und zum Glück, der scheint an mir vorbeizurennen und nicht Bern angreifen zu wollen. Vielleicht wirkt mein kleines Beschäftigungsgeld von 1000 Goldstücken pro Runde. Jawohl, er zieht sich echt wieder zurück aus meinen Landen. Damit ist das eigentlich schon wieder ein bisschen gesaved. Die Spanier werden mich auch... Oh, die bleiben auch stehen. Mal gucken auf Korsika, was passiert. Da ist eine kleine mailändische Armee noch gewesen und aber auch eine riesige sizilianische Armee. Die Schotten... Dass sie immer hier in Europa mitmischen müssen. Puh, okay. Ich sollte auch eine Papstmission jetzt mit dieser Runde geschafft haben. Weil ich habe... Wer war denn das? Das war nicht Henri, sondern Michel. Prinz Charles soll ein Anso Beko. Und der ist auch so schlecht, den würde ich niemals adoptieren. Yeah! Woo! Leute, seht ihr das? Das ist genau das, was ich wollte. Genial. In Reims. Das ist in der realen Welt ist Reims auch eine der wichtigsten Städte für das französische Königtum. Dort wurden die Salbungen zum König von Frankreich immer durchgeführt. Und ich habe meine erste Gilde. Und ich habe es genauso, wie ich mir geplant und gewünscht hätte und forciert hatte, also wo ich darauf hingearbeitet habe. Die Theologengilde kommt nach Reims. Perfekt. Also, lesen wir mal eben den Text. Statt eines Gebetshauses ist die Theologengilde ein Ort des Studiums, der Einkehr und der höchst vorsichtigen Debatten. Das Gebäude ist im Wesentlichen ein Ort der Erforschung der Heiligen Schrift, der Reliquien, der religiösen Texte und ihrer Bedeutung. Tiefgründige Kenntnisse sind rar und so kämpfen die Theologen dagegen an, als Ketzer bezeichnet zu werden, was den Vorteil hat, Priester hervorzubringen, die hier ordentlich und fromm studieren. Okay, die geben sich also noch mehr Mühe. Und dann kommen dadurch auch durch die noch mehr Mühe und das noch mehr Studieren mehr Priester rein. Unsere erste Gilde, aufkommen, auf geht's, nach Reims. Der Papst ist tot, Papst Gregory. So eine Heiligkeit der Papst ist verschoben und hat so ein weiteres Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche abgeschlossen. Auch wenn die Position sich niemals ändert, so tut es doch der Mann, der als Stellvertreter Gottes auf Erden gesehen wird. Mit dieser Veränderung bieten sich zum einen neue Möglichkeiten, doch werden auch alte Übereinstimmungen zwischen den Königen Europas und dem Papst beendet. Das Kardinalskollegium wird jetzt aus dem bevorzugten Vatikan den neuen Papst wählen. Die Papstwahl. Mit dem Tod des Papstes tritt das Kardinalskollegium nun zusammen, um einen neuen Papst zu wählen. Es wird von allen Kardinalen erwartet zu wählen und mit mindestens einem Kardinal aus... Und mit mindestens einem Kardinal aus euren Ländereien habt ihr die Möglichkeit, die Wahl eurer Kardinäle zu bestimmen und so vielleicht zu entscheiden, wer die Kontrolle über die katholische Kirche übernimmt. Ja, ich habe aber auch nur einen einzigen Kardinal tatsächlich und die anderen müssen erstmal als Priester sich noch besonders hervortun und dann irgendwann einen vakanten, also einen freien Kardinalssitz im Kardinalskollegium bekommen. Und wir machen mal die Wahl einfach mal durch. Also, was gibt's denn hier? Es gibt drei Kandidaten. Das scheint ein venezianischer Kandidat zu sein. Das ist ein ungarischer Kandidat und das ist ein spanischer Kandidat. Man sieht, die haben auch direkt alle zwei Stimmen oder drei Stimmen. So viele Leute haben die schon im Kardinalskollegium.
Und kannst du das eigentlich ansehen, das Kardinalskollegium? Ich weiß, man kann jetzt hier die unentschlossenen Stimmen, seht ihr hier noch? Es waren ja mal 13, habe ich gehört, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das sind ja 14 dann. Ungefähr sowas, Anzahl der Sitze gibt es im Kardinalskollegium. Und wo ist eigentlich, ach ja, meine Stimme müsste auch noch hier zu zählen, also 15 dann am Ende Stimmen. Oder es hat doch nur eine Stimme. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mit meiner 12. Also was kann schon hinhauen. Ich stimme für die Ungarn, nicht für die Spanier, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass die weder die Sizilianer, noch die Polen, noch die Mailänder, noch die Engländer oder die Papstaaten für die Spanier stimmen. Ich würde mir wünschen, das sind Leute, die einfach weit weg sind. Damit, mit denen habe ich auch keine Probleme. Beziehungen sind zwar schrecklich, aber wir haben keinen Krieg, so wie hier mit Spanien. Ich stimme mal für ein Venezianer soll Papst werden im Jahre Winter 1101. Ein neuer Papst wurde gewählt, was möglicherweise zu einer Veränderung könnte, wie die katholische Kirche ihre Macht einsetzt und wie sie mit Europas Königshäusern umgeht. Dies sind schwere Zeiten für jene, die den vorherigen Papst zu ihren Freunden zählen konnten. Für die anderen ist dies eine neue Gelegenheit. Seine Heiligkeit sieht euren Glauben als Inspiration für die gesamte Christenheit an. Wow, ich muss ziemlich gut bei ihm stehen. Also, es ist, glaube ich, dann der Venezianer gewählt worden. Offensichtlich. Und er heißt ab jetzt nicht mehr Jacopo Toscanelli, wie er noch als Priester oder Kardinal hieß, sondern er ist jetzt Papst Biancus von Venedig. Es war weise, ihn bei der letzten Wahl zu unterstützen und er wird euer Vertrauen in ihn nicht vergessen. Boah, der hat alle Stimmen erhalten. Hier, die haben nur eine Stimme. Das heißt, die hatten auch nur eine Stimme. Das erste Wappen zeigt nur einen, nur an, von welcher Seite der ist. Und alles klar, alle haben für den Venezianischen gewählt. Krass. Ja, das möchte ich mir gerne angucken nochmal eben. Hier, Papst. Jetzt wird der Part schon wieder lang. Und wow, ich bin echt super gut bei dem Venezianischen Papst angekommen. Jawohl, Leute. Und sind die hier an ein... Nein, hier scheint keiner exkommuniziert zu sein. Aber es kann auch sein, dass die Exkommunikationen alle wieder komplett aufhören, sobald ein neuer Papst gewählt wurde. Also die alten Regeln gelten nicht mehr. Guck mal eben ins Kardinalskollegium. Wo haben wir das denn doch gleich noch? Da. Einen leeren Sitz gibt es momentan. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pavel Kulvic. 7, 8, 9, 10, 11. Der Engländer. 12, 13 müssten es eigentlich sein. Okay, dann mache ich nur noch schnell die Neuigkeiten durch und dann muss ich mich um die Agenten im nächsten Part kümmern. Okay, damit der Part nicht wieder allzu lange wird. Und, also, Rundenbericht. Das Geld ist so übel. Das geht sowas von runter, Leute. Die stärkste Seite. Oh, das bin ich. Ich habe auch zu viele Soldaten, glaube ich. Das muss es runterziehen. Hier, meine Steuern bekomme ich viel, aber mein Armeeunterhalt beträgt schon eine 11.459. Ich könnte aber einen Gewinn von 2.800 einfahren, wenn ich jetzt hier nichts mehr baue. Denn das kommt dann hier nachher bei Bau noch hinzu. Und Rekrutierung würde auch hier hinzukommen. Aber das mit dem Nichts bauen halte ich für unwahrscheinlich. Das wird wohl nicht passieren, denn ich möchte immer bauen. Ich könnte auch einfach nur sparen, aber das ist echt nicht drin, Leute. So, Mission erfolgreich. Bau deine kleine Kapelle. In Saragossa natürlich. Das wusste ich, dass das eine Mission war. Die habe ich auch darauf geschielt, die zu erledigen, um den Papst ein bisschen zufrieden zu stellen. Oh, hier wird wieder mal der El Cid belagert. Der ist doch schon tot, El Cid, der Arme. Alles klar, dann wird wohl Valencia bald an die Spanier fallen. Und dann wiederum bald an mich, denn ich werde die Spanier nicht in Ruhe lassen. Ich möchte bis zu den Mauren hindurch schlagen. So, Ereignis an der Seite. Oh, noch eine Frau schon wieder, das kann nicht wahr sein. Katharina. Und Michiel, das ist mein vierter Sohn in meiner, auf meinem ursprünglichen ersten König. Das ist der dritte. Der hat jetzt schon eine dritte Tochter gemacht. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, der vierte... das vierte Kind meines ursprünglichen Königs Philipps hat jetzt auch schon einen Nachfolger erzeugt und das ist auch wieder eine Tochter. Ich bekomme nur Töchter hier. Das ist ja peinlich. Also, das ist schön. Frauen sind toll und aber... Für das Spiel hätte ich gerne ein paar Jungs dabei gehabt. So, das sind die beiden Sachen, die ich gebaut habe. In Metz gibt es eine Musterungshalle.
Wir werden den Tree Deck mal weiterverfolgen, damit wir hier vernünftige Infanterieeinheiten bauen können. Bogenschützen können wir schon rekrutieren, jawohl. Henri soll sich hier bewähren als Statthalter und als jemand, der sehr gut bauen kann. Also. 4500 brauchen die, um erstmal zur Festung zu werden, glaube ich. Ist noch ein bisschen hin. Wie viel haben wir eigentlich hier in Stauf Bern? 3100 schon. Nicht so schlecht. Gucken wir mal die Musterungshalle nochmal. Und ich würde gerne die 1200 fürs Garnisonsquartier machen, damit wir hier auch irgendwann mal die gepanzerten Sergeants bauen können. Oder gibt es da was anderes, was sich gerade anbietet? Nö. Machen wir erstmal so weit. Wie war denn die Armee hier? Ausreichend. Saragossa, da ist jetzt mein das dritte Kind von König Philipp. Den König, mit dem ich am Anfang anfange. Und der hat hier jetzt gerade schon die kleine Kapelle gebaut. Hat sich auch ein bisschen Ritterlichkeit verdient, glaube ich. Und der soll mal weitermachen. Und wie viel können wir bekommen, wenn wir einfach mal ausnahmsweise eine Mine bauen? Gucken wir mal. Es kämen immerhin noch 180 dazu pro Runde. Das war ein echt teurer Spaß. Oh, hier können keine Bogenschützen gebaut werden? Na hallo, dann doch erstmal einen Bogner bitte. Ja, muss sein. Der kostet mich wie viel auch nochmal? Auch 1260 inzwischen. Das bedeutet, der hat ein schlechtes Trade angesammelt. Der ist eh ganz schlecht eigentlich. Hat unloyal zum Beispiel. Plus 2 Forschung und minus 3 Loyalität. Verschwenderisch. 5% Anstieg der Baukosten, 10% Abzug von Steuereinnahmen. Der ist so schlecht. Okay. Baubericht ist durch. Rekrutierungsbericht. Bern, ein Ras, noch ein Priester. Ja, komm, ich will das relativ schnell machen. Also, Bern hat sich dann offensichtlich mal wieder hochgepimpt hier. Boah, diese riesige deutsche Armee ist zu Rebellen geworden. Unglaublich. Und natürlich auch noch auf Bern, meinem Gebiet. Das kann nicht wahr sein, Leute. Naja, was soll's. Wenigstens muss ich keine Angriffe fürchten, würde ich sagen. Okay, gucken wir nochmal nach. Bern hat dann wieder alles fortgebildet, was nur fortgebildet werden konnte. Es war ein Priester dazugekommen. Das ist ja auch schön eigentlich. Und hier ist auch eine Rebellenarmee jetzt. Das kann nicht wahr sein. Reims, ein Priester. Nochmal schon wieder. Mal gucken, ob der auch schon Zögling der Theologengilde sowas ist. Nee, ist noch nur gedingens, gesegnet. Also ein schlechter. Ja. Ein sehr schlechter Priester. Oh, wir haben aber einen zweiten Kardinal bekommen. Guck mal. Der ist jetzt schon Kardinal geworden. Das bedeutet, im Kardinalskollegium müssten eigentlich zwei Leute von mir sitzen. Ein Franzose, Etienne, der Rechtschaffende, den hatte ich schon angefangen. Und hier ist noch einer. Beaumont Scavier. Perfekt, nicht schlecht. Ich habe noch einen zweiten Kardinal. Ah ja, hier müsste es auch stehen, glaube ich. Kardinal befördert von mir. Und ein Kardinal ist gestorben aus Dänemark. Hey, ich habe zwei Stimmen mit dem Kardinalskollegium. Okay, holen wir den schon mal raus hier, den Priester. 90, 97. Hab Paris auch schon mal ein bisschen voll auf Höhe. 80 haben wir hier schon. Die Reise endet für euch. Pass auf, dann kann der dahin gehen, meine Kardinale können dahin gehen, wo eh nicht so schlimm ist. Und meine richtigen Priester sollen dann mal da, wo noch ordentlich was erledigt werden muss, hinein. Also wo noch viel... Ich habe ja das Ziel, 90% katholisch zu haben, ungefähr. Mindestens. Oder am besten über 90. Also 90 plus x ein paar gequetschte. Und dafür werde ich dann die beiden Priester hier hinschicken. Nach Metz, weil es dann noch ziemlich viel braucht, bis zu 90. Also nochmal 10% plus x. Und hier bei Dijon ist man sogar schon bei 84 gemeint. Das ist schon ein bisschen besser, das geht schneller. Okay, der Priester in Reims. Bern hat auch Panzer davor gebildet. Bern müsste wieder voll sein und der Judge sollte die Garnison wieder voll werden. Oh, ich muss den Part beenden, Leute. Also, hier war alles okay. Jawohl. Und Ajaccio. Jawohl. Alles wieder gut. Hier gibt es nichts mehr vorzubilden, glaube ich. Bald kann wieder fortgebildet werden, weil wir dann jetzt den Schmied haben. Das gibt dann leichten Kettenpanzer, glaube ich. Jawohl. Ich glaube, damit kann ich auch noch meine... Lass mal sehen. Die können den leichten Kettenpanzer auch noch haben, die Bauernbogenschützen. Das wird cool. Was ist denn das? Mich würde noch interessieren, was haben die denn hier für eine Flotte zusammengezogen? Sind da Armeeeinheiten drauf? Nein. Nein. Okay, sehr gut. Irgendwie ist gerade alles wieder in Wohlgefallen aufgelöst, weil mir niemand mich so richtig angreift. Ich habe also viel Zeit zu bauen und Einheiten zu verschieben. Und
Diplomatische Info. Krieg. Dänemark und Polen. Ja, das wird heftig da oben. Bündnis gebrochen. Dänemark und Heiliges Römisches Reich. Gegenseitiges Bündnis. Heiliges Römisches Reich und Byzantinisches Reich. Wann? Natürlich, weil neuer Papst wurde gelöst von Portugal und Polen. Ich habe herausragende Beziehungen zu den Papststaaten. Das war auch klar, das habe ich schon gesehen, das ist hier. Und wie sieht denn die Beziehung bitte zu meinem Heiligen Römischen Reich aus? Ruf betrügerisch, aber Beziehungen freundlich immerhin. Ich mache auch jetzt kein Dingens mehr, keine Tribute mehr. Und ich musste nichts für Rekrutierung ausgeben in dieser Runde, das ist schon mal ganz gut. Aber für Bau habe ich noch 3460 hinzu. Deswegen werde ich nur einen Gewinn von 423 jetzt am Ende einfahren. Das ist so übel. Gibt's noch was ich machen wollte? Ich gucke nochmal eben nach, ob vielleicht jetzt schon... Was ist das für eine Stadt nochmal gewesen? Antwerpen schon eingenommen wurde. Nein, sieht nicht so aus, oder? Jo. Und dann werde ich mich auch nochmal ganz schnell darum kümmern, dass ich die schon mal weiterschicke. Das hier ist ja... Das sind Einheiten, die ich nach oben verschicken wollte, damit die für kommende Feldzüge schon mal parat sind. Denn ich brauche hier unten nicht mehr da Toulouse und Bordeaux von ehemaligen Burgen, die Grenzburgen waren, jetzt zu hoffentlich bald reichen Städten umgebaut werden. Raum müsste auch fertig sein, ne? Jawohl. Habe ich komplett ausgebaut mit Roi-les-Bois-de-Vin. Der hier gerade die Einheiten zusammenschiebt. Und nach oben bringt. Also, bringen wir die hier mal nach da. Und der hier war wichtig. Ich möchte gerne, dass der schafft, hier mal auch Einheiten loszubringen. Was kommt denn hier mit von denen, bitte? Bereit. Die wollte ich nicht mehr haben und die auch nicht mehr. Und die können bis da latschen. Oder auch hier über die Brücke. Kommt der denn bis zur Brücke? Bereit. Auf gar keinen Fall. Na, gehen wir mal den Weg dann einfach. Oder wir gehen ganz zurück, geht auch. Außerdem muss auch nicht unbedingt was gebaut werden, finde ich. Ist halt bereit, jetzt zu einer Stadt zu werden. So wie Iran es schon eine ist. Hier eine andere Grafik auch, sieht man dann. Im Vergleich zum Beispiel Paris, die immer noch eine Kleinstadt ist, leider. Und mein König, der schon so alt ist, dass er bald abnippeln wird, baut sich hier nochmal ins Königreich Gottes hinein, indem er nochmal die Abtei baut. Das höchste Klerikalgebäude, was wir bisher hier auf der gesamten Karte in Manschetten gebaut haben. Okay, pass auf. Ich wollte gucken, ob ich mal die beiden hier wieder fortbilden kann, die fränkischen Söldnerritter-Einheiten. Ach, das geht so gar nicht, ne, oder? Wie mache ich das denn? Was denn, wenn ich die hier reinschicke? Kann ich die denn hier drin fortbilden? Scheinbar. Also zumindest einen kann ich mal fortbilden. Das ist auch ganz gut. Machen wir das auch. Und dann schicken wir auch mal die beiden hier raus, die ich nicht mehr hier haben wollte. Und du bringst die beiden auch nach oben. Ach, jetzt ist mein Händler nicht mehr hier drauf. Ja, so geht das. Muss ich mir dran denken, den nächsten Mal wieder rauszuholen. Okay. Sieht alles gut aus, finde ich. Okay, der Part wird viel zu lang. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss den Rest dann die Agenten nochmal durchgehen, auf jeden Fall, bevor ich den nächsten Part starte. Und ansonsten gibt es mal keine Kämpfe für nächste Runde. Und ich hoffe, mal gucken, wie mein Sohn ist. Ist der jetzt schon 15 geworden? Nein, immer noch 14. Das heißt, er ist im Sommer geboren. Und der wird dann im nächsten Sommer 1102 wird er 15 werden und erst im Sommer 1103 wird er volljährig werden. Das heißt, mein König muss noch locker 2 Jahre durchhalten. Krass. Ich hoffe mal, der nippelt nicht vorher ab. Das war wichtig in meiner Taktik, damit ich dann irgendwann hoffentlich meinen Enkel Guyot, der in direkter Manneslinie abstammt, auch zum Nachfolger und zum Thronfolger und nachher zum nächsten König machen kann. Okay, das habe ich euch schon oft genug erzählt. Jetzt ist endlich Schluss. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, Internet. Bye. Danke fürs Zusehen.